Na, worum geht's heute? Hallo zusammen, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich heiße Miriam, ich bin Psychologin und in der heutigen Folge soll es um das Thema Gaslighting gehen. Aber bevor wir einsteigen, eine kleine Erinnerung für den Fall, dass euch das Video gefällt. Gebt mir gerne einen Daumen hoch und damit ihr keine weiteren Folgen mehr verpasst, lasst mir auch gerne ein Abo da. Ursprünglich ist der Begriff Gaslighting aus einem Film entlehnt, nämlich diesem hier. In diesem sorgt der Ehemann Gregory dafür, dass seine Ehefrau so nach und nach an ihrem eigenen Verstand zweifelt, indem er zum Beispiel im Haus die dort befindlichen Gaslampen immer wieder hoch und runter dreht und auf ihre Nachfrage hin behauptet, die Helligkeit im Haus habe sich nicht verändert. In der heutigen Zeit bezeichnet Gaslighting eine Form der psychologischen Manipulation, bei der die Realität einer Person verneint oder nicht anerkannt wird und durch die Realität der Person, die gaslightet, ersetzt werden soll. In der Regel ist es so, dass man zu der Person, die einen gaslightet, in irgendeiner Form in einem Vertrauensverhältnis steht. Das können die eigenen Eltern sein, BeziehungspartnerInnen, FreundInnen oder halt auch im Arbeitsbereich oder durch andere Familienmitglieder passieren. Die Basis für Gaslighting ist also ein bestehendes Vertrauensverhältnis und Gaslighting als Prozess baut sich subtil auf und kann im Laufe der Zeit sich immer weiter steigern oder auch noch weitere Dimensionen annehmen. Und das heißt, innerhalb eines derart gestuften Prozesses ist es so, dass man als betroffene Person, die jetzt gegaslightet wird, zu Anfang sich denkt, war das jetzt so? Und man versucht das irgendwie zu klären, egal um was es geht. Und die Person gegenüber versucht dir aber zu vergewissern, doch, das ist so. Das heißt, es wird nicht als eine Wahrheit verkauft, sondern als die Wahrheit. So, und du befindest dich jetzt möglicherweise in so einem Zustand einer sogenannten kognitiven Dissonanz, dass du sagst, das habe ich jetzt für mich wahrgenommen, aber die Person sagt jetzt irgendwie das und das bringe ich gerade nicht übereins. Das heißt, man fängt so leise an, Zweifel zu entwickeln. Und je länger man Gaslighting ausgesetzt ist, desto eher wird man dann irgendwann an den Punkt kommen, an dem man sagt, ich glaube, das ist doch so. Doch, ich glaube, das lag jetzt an mir. Das habe ich jetzt einfach nur, das habe ich nicht richtig wahrgenommen. Das war mein Fehler. Also so. Bis zu dem Punkt, an dem ihr letztendlich eurer eigenen Wahrnehmung und eurer eigenen Realität nicht mehr vertraut und sagt, ich bin halt ein bisschen dumm, also oder ich bin halt ein bisschen verrückt auch. Ich neige dazu, Sachen einfach sofort falsch zu interpretieren. Ich neige zu Übertreibungen, da hat meine Partnerin, mein Partner schon recht oder da haben meine Eltern auf jeden Fall recht. Durch die entstehende kognitive Dissonanz gerät man nun in eine Art Vortex, das heißt einen inneren Strudel, der geprägt ist durch Verwirrung und Verunsicherung. Dieser Vortex wird dadurch zusätzlich verstärkt, dass zu der Person, die einen gaslightet, eine emotionale Bindung besteht und man dieser Person ja auch vertraut. Und einer Person, der man vertraut und die man liebt, der traut man nicht zu, dass sie irgendetwas tun oder beabsichtigen könnte, was einem schadet. Man geht davon aus, die Person meint es ja nur gut. In vielen Gaslighting-Situationen schwingt häufig auch die Atmosphäre eines möglichen Beziehungsabbruchs oder der Beschädigung der Beziehung mit. Zum Beispiel, wenn PartnerInnen sagen, immer musst du alles so kompliziert machen. Vielleicht habt ihr dann versucht, eine solche Situation zu klären und habt dann gemerkt, das hat es nur noch schlimmer gemacht. Und wenn ihr jetzt zu den Personen gehört, die auch noch unter Verlustängsten leiden, dann werden diese auch noch getriggert. Ihr wollt die Beziehung nicht verlieren und ihr wollt auch nicht, dass die Beziehung irgendeinen Schaden erleidet. Und ihr meint vielleicht, es sei dann eure Schuld, wenn es so kommen sollte.
Insgesamt liegt dann ein Cocktail aus kognitiver Dissonanz und Angst vor Beziehungsverlust vor, der oft dazu führt, dass man der Person gegenüber Recht gibt und seine eigene Wahrnehmung anpasst. Und damit scheint die Beziehung erstmal gerettet. Okay, dann lasst uns das Ganze mal mit Leben füllen und uns anschauen, welche unterschiedlichen Formen Gaslighting so annehmen kann. Minimieren von Emotionen. Oh, sei nicht so sensibel. Anzweifeln von Verbindlichkeiten. Die Beziehung ist dir ja anscheinend nicht so wichtig, wenn du das so machst, ne? Annahmen über die Motivation einer Person. Warum musst du immer so wütend sein? Warum hasst du mich so? Zuschreibungen über die mentale Gesundheit einer Person. Ich glaube, du spinnst. Hast du deine Tabletten überhaupt genommen? Stonewalling. Erzähl mir das nicht nochmal. Ich will das nicht hören. Kritik, die als Bestätigung getarnt ist. Niemand wird dich je so lieben, wie ich es tue. Wettbewerb um den größten Schmerz. Du hast wenigstens Geschwister. Dein Arm war gebrochen? Pff. Das ist doch gar nichts. Letztes Jahr nach meinem Skiunfall musste ich ein paar Wochen im Rollstuhl sitzen. Herabwürdigen von Fähigkeiten. Naja, das klingt ja jetzt nicht so, als ob das besonders schwer gewesen wäre, ne? Die gestellte Frage einfach nicht beantworten. Bewertungen und Definitionen. Du hast kein Recht, dich so zu fühlen. Ablenkungsmanöver. Ach so, du möchtest darüber reden, was ich zu dir gesagt habe. Naja, wenn wir schon dabei sind, möchte ich gern darüber sprechen, was du letzten Sonntag so gemacht hast. Triangulierte Kommunikation. Boah, ey, immer wenn du von deiner Tante kommst, ne, dann kommst du mit so komischen Ideen zurück. Trivialisieren. Oh, jede Kleinigkeit regt dich auf, echt. Verleugnung. Das habe ich nie gesagt. Das habe ich nicht versprochen. Macht sich selbst zum Opfer. Ich weiß, ich bin eine echt schlechte Person. Du bist mit mir einfach nicht gut dran. Falsche Empathie. Ey, ich mach mir echt Sorgen um dich. Geht's dir gut? Die Schuld woanders hinschieben. Ja, weißt du, das ist nur, weil die Kolleginnen auf meiner Arbeit mir gerade so eine schwere Zeit machen. Gaslighting ist das Kernelement von allen narzisstischen Beziehungen, ist aber nicht auf narzisstische Beziehungen allein beschränkt. Auch Personen mit Borderline-Persönlichkeitsstrukturen oder antisozialen Persönlichkeitsstrukturen neigen zum Gaslighten. Aber auch das ist noch nicht alles. Daher habe ich euch im Folgenden mal wieder einen kleinen Film zusammengestellt, in dem ich so aufführe, welche Personen eher dazu neigen, andere zu gaslighten. Und ich auch zusammenfasse, welche Personen eher Anfälligkeiten dafür haben, gegaslightet zu werden. Viel Spaß. Menschen mit Persönlichkeitsstrukturen, die ein hohes Konfliktpotenzial bergen, neigen häufig zum Gaslighten.
Ebenso kann dies auf Menschen in Machtpositionen zutreffen oder auf solche, die in entsprechende Positionen kommen möchten. Aber auch Menschen, die häufig auf Abwehrstrategien wie Verleugnung und Projektion zurückgreifen, die also selbst etwas nicht wahrnehmen möchten in ihrem Leben, neigen zum Gaslighten. Wenn man über die Anfälligkeit für Gaslighting spricht, kann man drei verschiedene Ebenen unterscheiden. Als erstes, wer ist generell anfällig? Menschen, die eher an das Gute in anderen Menschen glauben und ihnen schnell vertrauen, sind anfälliger für Gaslighting, wozu auch Kinder zu zählen sind. Als zweites gibt es personenspezifische Risikofaktoren. Menschen, die in ihrer Kindheit verschiedene Traumata erlebt haben, beispielsweise in ihren Familien, und sich hieraus ein großes Bedürfnis nach Vertrauen und Sicherheit entwickelt hat. Zu diesen Traumata gehören auch erworbene Verlustängste durch Beziehungsabbrüche wie Tod oder Scheidung von Elternteilen oder Vernachlässigungen durch diese. Auch Menschen, die schnell zu verunsichern sind und wenig inneren Halt haben, sind wesentlich anfälliger für Gaslighting als andere. Als drittes gibt es strukturelle Risikofaktoren. Personen aus marginalisierten Gruppen, wie beispielsweise Leute aus der LGBTQ+-Community, sowie Menschen mit Beeinträchtigungen oder Behinderungen oder Personen, die in ein Land emigriert sind, sind anfälliger fürs Gaslighting. Die psychischen Schäden, die durch Gaslighting entstehen können, sind immens. Das ist in Abhängigkeit immer auch davon zu sehen, über einen welchen Zeitraum eine Person Gaslighting ausgesetzt war und durch welche Personen. Ich denke, es liegt auf der Hand, wenn ich sage, dass nahe Bezugspersonen oder nahe Bindungspersonen den größten Einfluss auf eine Person haben können. Es hängt aber auch immer davon ab, ob man als Person jetzt noch andere Leute in seinem Leben hatte, die einen angemessen gespiegelt haben und kein verzerrtes Bild von einem zurückgegeben haben. Das heißt letztendlich, Gaslighting ist auch immer eine Situation oder ein Vorgang, in dem ich als Person von dem Menschen gegenüber, der mich gaslightet, nicht angemessen gespiegelt werde. Das heißt, ich bekomme ein völlig verzerrtes oder komplett falsches Bild von mir vermittelt. Personen, die über einen längeren Zeitraum Gaslighting ausgesetzt waren, können Depressionen entwickeln, Angst- und Zwangsstörungen. Sie können Essstörungen entwickeln, jegliche Form von Süchten und haben vielleicht bisher von sich kein eigenes kohärentes Bild entwickeln können. Das heißt, wer bin ich eigentlich? Was mag ich? Was mag ich nicht? Und das ist insbesondere dann der Fall, wenn Personen Gaslighting schon in ihrer frühen Kindheit ausgesetzt waren durch ein oder zwei Elternteile, die beispielsweise starke narzisstische Anteile haben oder andere Persönlichkeitsstrukturen, die ein hohes Konfliktpotenzial bergen. Des Weiteren können Schwierigkeiten auftreten, eigene Entscheidungen im Leben zu treffen. Oder wenn Entscheidungen getroffen werden, dann werden diese häufig hinterfragt. Personen können auch wenig Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten entwickeln und dadurch möglicherweise hinter ihrem eigenen Potenzial zurückbleiben. Und sie können so vielleicht wenig Gespür dafür entwickelt haben, wer bin ich eigentlich als Mensch, wer bin ich als Person? Was macht mich aus? Was mag ich nicht? Welche Fähigkeiten habe ich? Was stelle ich mir vor? Wo möchte ich mal hin? Und das heißt wiederum, sie können ein großes Misstrauen sich selbst gegenüber entwickelt haben. Das Selbstbewusstsein kann relativ gering ausgeprägt sein. Und es können auch körperliche Symptome zutage treten, die keine organische Verursachung haben, beispielsweise Schmerzen im Körper, eine hohe Infektanfälligkeit, eine geringe Belastbarkeit, Schlafprobleme oder eine beständige innere Unruhe. Möglich ist auch, insbesondere wenn noch weitere traumatisierende Ereignisse hinzukommen, dass Personen, die einem längeren Zeitraum Gaslighting ausgesetzt waren, eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln. Problematisch ist auch, dass Personen, die häufig Gaslighting ausgesetzt waren, eher Gefahr laufen als andere, erneut wieder sich auf Leute einzulassen, die eher gaslighten. Und das liegt zum einen daran, weil sie dieses Muster bereits kennen, möglicherweise aus ihrer Kindheit, wie gesagt, und möglicherweise verinnerlicht haben, das gehört zu Beziehungen und zu Bindungen mit dazu oder so sehen Beziehungen und Bindungen aus.
Und zum anderen ist es auch so, dass die Personen häufig ja gar keine Kenntnis davon haben, dass sie einem längeren Zeitraum eben Gaslighting ausgesetzt waren und daher die möglichen Anzeichen auch nicht kennen. Insgesamt ist daher zu betonen, dass Gaslighting nicht allein eine psychologische Manipulation ist, sondern immer auch emotionalen und psychischen Missbrauch darstellt, mit den entsprechenden möglichen Konsequenzen, die ich eben vorgestellt habe. Was nun? Was kannst du machen, wenn du das Gefühl hast, ich glaube, ich habe Gaslighting erlebt in meinem Leben, in meinen letzten romantischen Beziehungen oder möglicherweise in meiner eigenen Familie? Mein Rat an dich wäre, arbeite das Ganze am besten im Rahmen einer Therapie auf. Denn solltest du bei dir feststellen, dass von dem Fallout, den ich gerade aufgezählt habe, so einiges auf dich zutrifft, dann benötigst du eine Person an deiner Seite, die sich damit sehr gut auskennt und dich da auch entsprechend wertschätzen und auch liebevoll begleiten kann. In Deutschland gibt es zum Glück die Möglichkeit, Psychotherapien kostenlos in Anspruch zu nehmen. Sprecht hierzu am besten einmal mit eurer Krankenkasse und informiert euch dort. Okay, das war's dann erstmal wieder für diese Folge. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, wenn das der Fall war, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Und damit ihr keine weiteren Folgen mehr verpasst, ihr wisst Bescheid, klickt auf den Abo-Button. Macht's gut!